Hallo Leute, willkommen zurück zu den Feuerschlangen im Haus der tausend Türen. Wir sind hier angekommen, haben ein paar Steinchen und so gefunden und jetzt können wir auch weiter gucken gehen. Wir rammeln zum Basilisken, denn hier ist irgendwas, was wir machen sollen, aber ich weiß gerade noch nicht so richtig was. Eine Linse, wir haben die Toga. Ein Schwert. Nein, in dieser Rohre steckt irgendwas. Wenn ich die Rohre miteinander verbinde, würde der Dampf es herausblasen. Leider sind die Rohre zu heiß, als dass ich sie berühren könnte. Der Toga? Ja. Ah, okay. Dann können wir da ja schon mal weitermachen. Aber gucken wir auch mal hier, was hier in der Arena ist. Wir haben nämlich das Schwert, was wir wo brauchen. Hier nicht. Hier oben. Da ist etwas auf dem Zelt. Leider kann ich nicht erkennen, was es ist. Vielleicht kann ich den Stoff zerschneiden. Ein Buch. Die 13. Okay. Na, wir können ja mal gucken. Soll ich hier mit dem Buch? Soll ich Ihnen das geben? Nee. Soll ich überhaupt das Buch? Oder soll ich was anderes? Schaufel und die Linse. Linse fürs Backgammon? Nee. Ofen kann ich nichts, dann nichts am Bären. Antike Möbel. Hier ist nichts. Auch er die Linse? Kontaktlinse? Okay. Ordne alle Bücher so an, dass die Summe jeder Reihe mit der rechten Zahl übereinstimmt. Okay, also zum Beispiel so. Und so. Und so. So. Ein Eimer Eis. Okay, das kann man bei der Schlange bestimmt gebrauchen. Oder auch nicht. Hier erstmal. Da kann man die Steinchen hinmachen. So, dann lila, lila und dann so, ja. Lila. Lila. Zwei Dinger. Das muss so ein kleines, das sind zwei frei und dann. Das haut aber nicht ganz hin. Aber das kleine muss auch lila. Das kleine auch lila und dann sind hier eigentlich zwei.
Das sieht wahrscheinlich nur so aus. Dann ist das hier lila. Nein! Kann ich das... Oh nein! Leg mich am Arsch, Alter. Kann ich das mal weg? Einfach überdenken. Ach, kann ich, Gott sei Dank. Okay, dann hier, hier. Dann ist das auch. Und unten lang. Das hier. Und unten lang. Okay. Dann ist das vorne rot und dann so orange. Das hier vorne ist rot. Und das hier ist so orange. Dann ist gelb. Gelb. Kann ich so jedes Foto oder so? Haut das ungefähr hin? Ja, und das andere ist als rot. Achso, gelb ist noch das Auge. Und das ist alles rot. Okay. Dann sind die kleinen Stocher hier noch blau. Blau, blau, blau. Dann müsste das ja lila, lila, lila sein. Und der lange ist lila. Okay. Dann ist unten dieses fette Ding ist das. Und noch hier unten. Gut. So, dann geht rot in rot über und dann wieder abwechselnd. Ist das auch wirklich so, wie ich das gerade mache? Ich glaube schon. Hier ist noch ein roter. Der hier theoretisch. Und der Rest muss eigentlich jetzt gelb werden. Ah, das sieht doof aus. Hier ist was falsch. Nein! Kann ich das nicht irgendwie? Nur eine Kachel, bitte. Oh, bitte nicht. Ich will nicht alles nochmal machen. Oh, ist das eine Kacke, Alter. Ich meine, so schwierig ist es jetzt nicht, ne? Aber nervig. Hier so, ne? Okay. Das hier rot. Das orange. Das untere orange. Und das orange. Okay. Dann haben wir gesagt, rot geht in rot über. Ich muss halt so machen, dass ich nichts überklicke. Aber das muss, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Das hier muss nämlich gelb sein, was unten reinkommt. Das sind einzelne anscheinend. Dann haut es auch wieder hin. Okay. Okay, ist das richtig, dass das hier rot ist? Ja.
Es geht mit Gelb weiter. Also Gelb, Gelb, Rot. Okay, und das ist also richtig, dass das lila ist, ne? Und die müssen lila sein. Ist auch richtig. Oh, Gott sei Dank. Hätten es aber auch so machen können, dass man mit einem Schritt zurückgehen kann oder so. Gut. Genau, dann können wir hier in das Buch das einsetzen, würde ich behaupten. Den hier. Ein Plattenteil, okay. Und dann haben wir hier ein Wimmelbild. Ein, nein. Ein Scheibe Käse. Hier, Rosen. Pfeil zum Bogen. Ein Handschuh. Der Handschuh. Da ist aber schon irgendwo noch ein zweiter. Aber noch sehe ich ihn nicht. Was ist denn hier? Warum leuchtet das? Puschel, Löffel. Ist das Teil eines Kreuzes? Schaufelgriff. Das kann man hier ran machen. Tasse, die kommt hier nicht dazu, oder? Nee. Schere. Was sind das hier? Bild und Schlüssel. Das Bild kann hier rein, denke ich. Schlüssel hängt hier dran. Schere. Ich habe auch immer noch nicht den anderen Handschuh gefunden. Das ist wie eine Bowlingkugel oder wie eine Kokosnuss oder so. Mir wird auch langsam kalt. Ich muss gleich mal nach der Folge meinen dicken Pulli anziehen. Tasse hier dazu? Ne. Ist irgendwo eine Untertasse oder so? Was ist das hier? Hier hängt eine Tasse hier irgendwie. Naja. Crew. Okay, da war die Untertasse anscheinend. Ich wollte es nochmal mit dem Crew probieren. Ein halbes Kreuz. Da ist mir das andere auch noch verborgen, Leute. Genauso wie das, wo die Schere hinkommt und der Handschuh. Hier ist so ein Rüstungskopf da irgendwie. Ne. Hier schon. Auch nicht. Ah, hier. Da haben wir es. Aber Schere. Man hat dann auch immer. Wir lassen uns mal eine Lösung anzeigen. Schere in das da? Was ist das? Zum Aufschneiden davon? Okay. Man hat dann aber auch immer das Gefühl, dass man dieselben zwei Sachen immer wieder anguckt, ne? Also, dass ich immer nur hier und da gucke. Aber wo kommt das Kreuz hin? Ist das bei den Ladies hier irgendwo? Nee. Nee. Ich mir noch mal. Ah, hätte man sehen können. Haben wir aber nicht. Also ich zumindest nicht. Kriegen wir ein Pergament. Okay. Wo sollen wir als nächstes hin? Hier drüben.
Achso, du willst die Krone erstmal. Ich brauche den anderen Teil. Da. Ah, you found it. Use the plate to turn off the boiler that heats the snake's body. The monster's body will cool down quickly without heat. Before doing that though, you must heat the plate and place it on the parchment. The hot plate will burn the parchment and reveal the drawing of how to stop the boiler. Okay, danke für den Tipp. Dann schmeiß mal das mal hier rein. Denke ich, muss es mit der Schaufel rausholen. Nee, erst das Pergament, okay. Was denn nun? Die Platte ist zu heiß, um sie anzufassen. Ich muss mir etwas anderes ausdenken, um den Heizkessel zu entfernen. Also, doch die Schaufel? Ich brauche ein leeres Blatt Pergament. Muss ich das kombinieren? Muss ich das hier kalt machen? Oder muss ich das Pergament hier unten hinlegen? Ah, okay. Jetzt so? Jetzt geht's auch. Okay, jetzt muss ich bestimmt zu dem Balkon und das auf diese Skizze hier drauflegen, oder? Okay. Das sah jetzt für mich jetzt nicht vielversprechend aus, aber wir werden es erfahren jetzt. Hier. Mhm. Was ist das? Dreh die Ventile und schließe alle Rohre. So, gut. Das so. Und die müssen wir jetzt wieder raten, oder wie? Geht's mal davon aus, dass es so ist? Nee. Hier oben kommt die Luft raus. Halt, der wissen wir doch, dass der hier richtig ist. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Ist also auch richtig. Man kann es ja bei denen auch nicht so richtig, dass hier überall mal Fliegen sind, ne? Über denen auch nicht so richtig eingrenzen. Außer, dass es hier eventuell nicht oben sein kann. Ah! Zufall wollte es wieder. Dankeschön, Spiel. Okay, soll ich jetzt schon zur Schlange gehen? Okay. Das ist das Feuerelement, aber es glüht. Kann ich jetzt das? Feuerelement. Alles klar. Dann wieder hoch mit uns. Aufs Dach. Oh, hallo. You found another element? Excellent! I finished making the last key. The Oracle has been studying the past. She said every time an element threatened to destroy the Earth, a woman appeared and stopped the calamity. The woman was you, Kate.
when you find the last element, we'll be saved. Dankeschön. Dann hauen wir das mal hier hin. Sehr schön. Oh Leute, wir sind aber auch schon bei 20 Minuten. Deshalb würde ich sagen, lass uns mal runter in den Keller gehen. Ich glaube, ich muss nämlich auch mal Pipi und ich will mir auch, wie schon gesagt, einen Pulli anziehen. Und bevor wir den Schlüssel hier reinstopfen, machen wir eine kleine Aufnahmepause und schauen uns dann in der nächsten Folge an, was die letzte Welt sein wird, in die wir aufbrechen. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel recht schnell vorbei war, oder? Aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei 10 Folgen oder sogar 11. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube 10. Ja, sie sind ja meistens so 13 bis 15 Folgen. Vielleicht kommt ja dann noch irgendwas. Also dann, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.